Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ständig sucht man hier irgendjemanden. Wer bist denn du? Warte mal. Habe ich schon mal mit dir gesprochen? Ach, das war der mit den Karten. Ja, okay. Vor allen Dingen, der, dass man nicht fragen kann, wer ist Olaf? Wo ist Olaf? Was ist Olaf? Er muss jetzt hin! Komm zurück! Wer ist Olaf? Please tell me! Please! Immer der Möhre nach! Wo ist denn der jetzt hin? Nicht ewig so weitergehen. Oh, Schrastung. Also, dass die ja ständig ihren Platz wechseln, ja, das, der ist, weiß schon genau, das macht mich kirre. Olaf, Olaf, Olaf. Das war keiner von hier. Hört, ihr Bewohner von Assun. Hilfe, Katze! Tischler Joachim, Schmied Arus, Schneider Tito. Olaf, der Schmied auf Orins Hof. Orins Hof, Leute! Da steht's. Hallo, Ed. Sag euch Dankeschön für den Prime im 11. Monat. Dankeschön. Nee, hier steht's. Olaf, der Schmied auf Orins Hof. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Wetten, der schickt mich dann ins freie Lager? Und der Festung des Fürsten werden weiter. Weil der auch keiner hat? Was wollen wir wetten? Das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht über mein selbst gebasteltes, frisch geschärftes Schwert stolper und mir ein Bein abschneide, wenn ich hier so lang sprinte. Und Greenkeeper, danke schön für den Prime Sub. Herzlich willkommen im Catfight Club. Vielen, vielen Dank. Danke, ihr Süßen. Wenn ihr Roperi habt, dann teilt sie mit denen, die nicht haben. Ich teile meine Roperi bestimmt nicht. Ja, aber ich habe mir hart erarbeitet. Ja, ich habe auch mit Null angefangen. Ah, mein Krönchen mal hierhin und mal dorthin. Hä? Aber wenn du das jetzt einmal hier... Musst du dann beim zweiten Mal aufpassen, ne? Kommst du nämlich nicht mehr weg dann. Sag nicht hinterher, wir hätten dich nicht gewarnt. Teleran, danke schön. Dankeschön für so Gifte, Zap an so du vor. Dankeschön. Ja, upsi, ne? Was steht im Bußgeldkatalog? 5 Euro. Upsi, sagt er. Voller Absicht war das. Gestehe.
Du musst jetzt nicht machen, kommt eh kein Alert. Später. So. Wo ist denn jetzt hier das Schmiededing gewesen? War das auch hier? Ja, Olaf. Hey, Ola. Hast du Nägel? Hast du Nägel für mich? Ich hätte hier noch eine Menge davon. Ich verkaufe sie dir für 100 Ruperi. Einverstanden. Hier sind deine Ruperi. Gut. Hier hast du die Nägel. Ich hab ja keinen bekommen. Ach so. Okay. Ah, jetzt muss ich wieder zurück ins Kloster. Goblin! Ich war ja schon mal hier, das Follow ist bereits länger raus. Ja, ja, aber der zweite Resub, der ist dann der... Weißt du? Goblin, vielen Dank für die 5 Gifted-Subs. Hilfe, ich bin irgendwie mit meinem Stuhl auf meine Decke gerollt. An Meteorino, Geistfleisch, Paul Capone, Dr. Dubstep und Neoga. Vielen Dank. Der Goblin bezahlt Schutzgeld. Den Überseehandel können wir ganz... Vielen Dank. Ich gehe ja schon. Hatte ich hier noch was? Wartet mal. Feinere Auswahl, Herstellung von Sumpfkrautstängeln. Oh, warte mal, konnte ich das Rezept nicht? Warte mal, habe ich das nicht gelernt von das dem... Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Von dem einen Band... Seemenschen? Seemann? Oh, wo ist denn der jetzt? Ich frag dir keinen. Merlo? Lass uns mal abwarten. Du suchst doch ständig nach neuer Auswahl für deine Kunden. Da könnte dich doch sicher dieses Schnapsrezept interessieren, oh, oder? Das ist interessant. Ach, das war gar nicht Sumpfkraut. 300 Ruperi und es ist deins. Abgemacht. Daran wird sich Wenn du noch ein Rezept zum Verkaufen hast, dann immer her damit. Dafür gebe ich dir stets 300 Ruperi. Werd's mir merken. Haha. Wegen den Schnäpsen. Ja. Oh, habe leider doch nicht. Wir bringen was? Okay, also ich hab das Übersee rum war das, was ich von dem Seemann bekommen hab, ne? Wo bleiben denn die Schiffe? Ach, die Schafe. Hat anscheinend wieder Angst, dass sie auf seinen Artgenossen losgeht, wenn sie welche sichtet. Lass uns mal abwarten. Es gibt ja hier gar nicht so viele. So, Rezepte, feinere Auswahlherstellung. Feinere Auswahl? Ne, das hatte ich ja. Achso, jetzt habe ich einfach eine neue Quest bekommen. Oh, na toll. Ich dachte, ich würde mal welche abschließen. Herstellung von Sumpfkrautstängeln. Okay, aber Leute, es wird weniger. Ich gehe jetzt ins Kloster. Das freie Lager wird nicht mehr als... Schon wieder dunkel. Weil ich möchte gerne mein neues Schwert ausprobieren. Das ist nämlich noch länger als der Degen und hat 10 mehr Wumms. Ich könnte jetzt den Schattenläufer ausprobieren. Was soll schon passieren? Was soll denn da passieren? Erdbeben? Gronz, hieß er nicht Markus? Der Hut ist fesch, oder? Ich fühle mich wie Ruffy von One Piece. Und bin auch genauso stark. Du kannst ja nichts dafür, wenn irgendwer in dein Schwert läuft. Ja, eben. Eben. Mehrmals vor allen Dingen. Ich meine, die Dummheit muss ja dann bestraft werden. Der Hut ist modisch nicht passend zur Umgebung. Hä? Der schützt meine empfindliche Kopfhaut vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, ja? Und vor Pfeilen. Die bleiben nämlich da drin stecken. Laufe ich in die richtige Richtung? Ist es ein langer Weg? Ja. Werden wir aber Gegner finden? Ja.
Jetzt muss ich ja niemandem hinterherrennen. Jetzt kann ich ja hier mal links und rechts noch ein paar Viecher platt machen. Wo hier drüben hatte ich, glaube ich, schon mal. Hier waren, glaube ich, mal Wildschweine. Ja, also Keiler, die hatte ich, glaube ich, schon erledigt. Ich höre, oh, da drüben ist ein Lurker. Oh, und da sind. Okay. Ja, komm. Ja, komm mit meinem Schwert. Bam! Na gut, wenn ich nicht kritisch treffe, ist. Ach, komm schon. Okay, jetzt. Da ist nichts zu holen. Okay, ihr bekommt schnell nochmal Kitten. Ich bin nun vom Zelt getrennt. Los, lockt euch wieder ein. Danke für euren Support. Und wie ich hier einfach 10.000 Nachrichten schon wieder überall hab. Vielleicht hatte ich die dann doch nicht gemacht, sondern nur gesehen. Ich muss mal die ganzen Dunkelpilze essen. Große Mana. Der da drüben bis zu mir rüberkommt. Ach, das ist ein Varan. Aber Varane müsste ich doch mittlerweile auch schaffen. Safety first. Hallo, Sargosch. Okay, warte mal, die habe ich ja schon Hallo gesagt, oder? Ich nehme das sofort zurück. Oh Gott. Warte, lass mich erstmal wieder aus dem Wasser kommen, bevor du mich angreifst. Wo bist denn du? Ah, hier. Ach, das ist ja nur ein... Oh, warte. Hallo, Waffe! Meine Waffe war weg. Musste kurz... Nicht zu holen. Nicht zu holen. Oh, nö, Leo. Wir müssen jetzt mal ein paar Pilze fressen. Doppelt hält besser, sag ich auch immer, bin so arm. Oh, ja. 147.883 Kitten, oh nein. Leo. Ey, vorhin der Leo, ne? Der war ja gestern ein bisschen gestresst. Und als er sich dann mal so weit gefühlt hat, dass er entspannt war und auf die Pippi-Box gegangen ist, Alter, der hat das ganze Katzenklo unter Wasser gesetzt. Der hörte gar nicht mehr auf zu strollern, ey. Da ist ja noch einer. Noch einer? Marane vor? Oh Gott, was ist denn hier? Könnte das Grab von dem Ork sein? Oh, da hinten, das sieht aber nach einem Feuerwaran aus. Der junge Waran und links. Ich hoffe, das sind alles junge Warane. Könnte das Grab von dem Ork sein? Oh, Steffen. Da fehlen ein paar Nullen. Du hast die Nullen vergessen, dann nimm. Lol.
Die Hündin vom Freund auch zusätzlich hat sich mit der Schwanzspitze ein zweites Loch in den Bauch gebohrt. Oh. Leo. Was ist denn hier los? Hä? Du alte Fähnse. So eine alte Fähnse? Ich glaube, ich habe jetzt durch Zufall, also wirklich Zufall, ich war ja null auf der Suche gerade danach, diesen Ork, das Ork-Grab gefunden. Steinkreis, Sandbank. Ja, guck, Ring des Kriegsherrn, Tagebucheintrag. Ja, wie geil. Ich kann nichts dafür, wenn die doof hängen bleiben. Oh Gott, jetzt habe ich auch ein bisschen Angst. Wenn ich jetzt hier irgendwas anklicke. Was Mana. Ah, ich habe noch nichts für Äpfel bekommen, ne? Wahrscheinlich habe ich einfach noch nicht genug Äpfel gefressen. Und ich höre noch Lurker. Bei uns waren sie immer noch. Echt? Öffnen sich die Gräber dann gegebenenfalls auch noch und lassen etwas Unangenehmes frei. Es ist nur ein Grab von einem Kriegsherrn und bestimmt. Ich habe jetzt ein rostiges orkisches Kriegsschwert genommen, aber ich suche ja eigentlich den Ring. Warte mal, was stand denn jetzt? Das hat sich ja gerade aktualisiert. Hier oben finde ich außer Varanen keinen Ring. Mal sehen, was ich so im Grab finde. Ich sollte dafür versuchen, um den Stein herum zu graben. Aha. Und wie? Warte mal, ich höre doch hier die ganze Zeit noch... Leo! Nein! Leo! Leo! Der hat gerade am Mauskabel gezogen. Ist ja ganz gruselig, wenn man gerade irgendwie an der Grabstätte rumgraben will, ja? Du kleine Ratte. Der ist gleich geflohen, ne? Ich hoffe, es war wirklich der Leo, der da dran gezogen hat. Wo ist denn der jetzt? Wieso bist du? Wo bist du, Leo? Oh mein Gott, das hatten wir schon mal. Und dann war gar keine Katze unterm Tisch. Entweder die rennen so schnell weg. Oder ich habe Geister. Können wir uns jetzt aussuchen, was uns lieber ist? Ha. Ich vermisse meine Allmann-Zeiten, wo ich x-mal zum 1.1. die Polizei gerufen habe. Okay. Ja. Halt jetzt die Gosch, du alter Lurker! Warum stirbst du nicht? Geisterkatzen? Das sind aber nur Junge, ne? Ich überlege vom Hafen. Da hätten sie mal die Jungen hinklatschen können. Es war voll anstrengend, dort zu kämpfen. Ich bin für Geister. Wie schön ich fuchteln kann. Fuchteln. Fuchteln. Habe ich noch ein paar Äpfel? Ich habe gar keine Äpfel. Schade. Kannst du mal die Box fragen? Nee, lieber nicht. Wenn dann einer antwortet, dann aber. Ciao.
Nee, nee, Louis liegt oben im Körbchen. Leon ist. Leon war ja gerade noch da. Ja. Ich bin sicher. So, woher soll ich denn jetzt wissen, wo ich hier buddeln soll? Da bin ich gekommen, okay. Das war so klar. Zieh dir eine Waffe! Ach, Scheiße! Warum ziehst du denn deine Waffe nicht? Jetzt. Nein! Zieh deine Waffe! Oh, Alter! Warum wussten wir, dass das passiert? Wir wussten doch, dass das passiert. Wir wussten es. Also wir wussten, dass da ein untoter Ork kommt. Das haben wir uns schon gedacht. Hallo Denise. Ich hätte ihn auch fast geschafft, aber ich habe dann leider nicht mehr richtig geblockt. Oh Mann, ey. Ich weiß aber nicht, warum ich meine Waffe nicht richtig gezogen habe. Da ist das mit mehr Tageslicht kämpfen. Nee, nee, das geht schon. Zieh mal deine Waffe. Aua! Die Frage, ob... Okay, man kann die töten. Ich wollte sagen, vielleicht kann man den auch gar nicht töten, weil der schon tot ist. Ring der wahren Stärke. Und da ist der Ring, den Kurom wollte. Wie überheblich er das sagt, ne? Und da ist der Ring. Ja, und den habe ich jetzt halt einfach mal so besorgt, weil ich ein übelst toller Hecht bin, ne? So. Also, das war ja mal ein Zufall hier, oder? Eigentlich wollte ich hier nur den kleinen Varan wegmachen. Zack. Ork-Grab gefunden. Easy. Easy, untoten Ork umgeklatscht. Gar kein Problem. Und die paar Lurker, die machen wir jetzt auch noch platt. Kommt der zu mir? Es ist so dunkel. Seht ihr was? Seht ihr was? Könnte ich mit einer Fackel in der Hand kämpfen? Eigentlich schon, ist ja ein Hand. Einen solchen Ring bekamen orkische Kriegsherren als Auszeichnung für große Stärke und Tapferkeit im Kampf verliehen. Schade, ich dachte, ich kann den vielleicht sogar anziehen. Nee, kann ich nicht. Toll. Ciao, Fackel. Wiedersehen. War nett mit dir. Ja, wir sehen was. Ist gut. Jahre jung, links am Bildschirmrand. Nee, also dann siehst du aber nicht besonders gut. Komm. Komm in mein Schwert, komm. Du aller Lurker. Also Goblins haben wir... das war sogar ein richtiger. Da ist nichts zu holen. Der gab 120 Erfahrungspunkte. Fuchtel mit der Fackel, bis die Gegner einen epileptischen Anfall bekommen. Oder der Chat, ja. Ist das der neue Tageslichtsimulator? Es tut mir leid, ich müsste einen Schlummi machen. Einfach über F11 das Gamma hochstellen. Hier will ich eigentlich nicht, weil dann ist es ja tagsüber so hell. Oh.
Ein One-Hit-Wonder. Wie ich sie einfach wegfuchteln kann, Leute? Ich dachte, in Witcher 3 wäre es teilweise dunkel. Ja, es ist halt Nacht, ne? Ja, ich könnte den hochstellen, aber wir haben halt Nacht gerade. Da sieht man nur mal ein bisschen weniger. Jetzt stellt euch nicht so an. Tagsüber ist es hell, das muss ich mir mal merken. Wir sind ja auch fast am Kloster. Nicht. Ja, wir sind noch lange nicht am Kloster. Guck mal, wie spät ist denn das? 21.10 Uhr, es ist noch nicht mal mitten in der Nacht. Aber naja, gut. Warte, nee, das Einzige, was nachts halt super nervig ist, was ich viel schlimmer finde als die Helligkeit, beziehungsweise nicht vorhandene Helligkeit, sind die Geräusche. Die Waldgeräusche. Mal rausglühen, es bleibt aber natürlich im Lurk, aber du hast gesehen, was mit Lurkern passiert, ne? Komm, wir machen jetzt hier einen Schlummi einfach schnell in der Scheune. Echt mal. Scheiß laute Bäume. Habe ich laute Bäume gesagt? Nee, oder? Nachts ist halt lauter als draußen. Wie hat er denn jetzt gegelt? Ey, Pappnase, wir haben gerade durch Zufall den Orkfriedhof gefunden. Und den Ork umgeknüppelt und den Ring bekommen. Und einfach die ganzen Lurker ausgemerzelt. Wie es sich so gehört. Für einen echten Streamer. Ja, einfach die Lurker. Weg mit die Viecher. Wo sind Bilder, wenn man sie mal braucht? Einfach bis zum Morgen schlafen. Das ist ja fast schon Cheaten. Handy, bist du? Ausgeschlafene Hand hat's? Sind die besten Handarts. Kann ich abkürzen eigentlich? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, da komme ich ja nirgendwo hoch. Hab keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß nicht mal, um was es in dem Spiel geht. Hä? Das, ich habe dich vorhin gefragt, aber da warst du wahrscheinlich wieder in so Lock. Hast du das durchgespielt, die Mod? Und wenn ja, wie viele Stunden hast du gebraucht? Bei der Flopsla hat nämlich gesagt, das ist erstens schwer, ja, und zweitens 200 Spielstunden. Und hat es aber selber noch gar nicht durchgespielt. Oh, Leute, wenn ich das Mal hier im Dunkeln unterwegs bin, müssen wir mal nochmal den Schattenläufer versuchen. Nur zweimal je 80 Stunden. Du hast zweimal die Mod gespielt? Also ich bin jetzt, glaube ich, bei... Keine Ahnung, wie der vierte Stream ist denn das? Der fünfte, glaube ich. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Was war denn hier eigentlich mit dem? Hey, du! Ach, Königsbräu. Ich habe das Bier. Oh. Das war gar nicht so einfach bei dem alten Haudegen. Jetzt wirklich? Danke dir. Hier, ich schenke dir etwas Besonderes. Der rennt so, wie wenn ich schnell aufs Klo muss. Oh, was hat denn der mir gerade gegeben? Ich habe nicht aufgepasst. Was hat denn der mir gerade gegeben? Habt ihr aufgepasst? Der hat gesagt, er gibt mir was Besonderes und ich habe nicht geguckt, was es war.
Döner? Geld oder zweimal und zweimal zwei Gegenstände? Da vielleicht Heiltränke? Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Man als Stadtwache spielt, sieht man dann den ganzen Tag nur am Tor rum? Macht das Spaß? Aber 80 Stunden? Dann haben wir ja... Ah, ich müsste jetzt überlegen. Brauchst du das nicht zu fragen? Naja, gut. 200 Stunden? Aber dann hast du nicht alle Quests gemacht, oder? Hier waren die Goblin-Skelette drin. Soll ich es mal versuchen? Da kommt auch gerade ein Emanuel. Doch, hatte fast 100% der Quest, bin aber so spielen auch sehr schnell irgendwie. Okay, erstmal treffen. Au, 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 au. Okay. Warte mal, wenn nur einer kommt, schaffe ich's. Bin halt gerade so kamikaze-mäßig reingerannt. Weil es kann. Da kommen auch so Kludens vorbei, die einen verlabern. Ja klar. Aber der Emanuel hat mir überhaupt nicht geholfen. Ah, ich glaube, die kommen alle zusammen, ne? Egal. Na? Hallo, ich bin's. Komm. Da krieg ich eher Akro von den Scavengern, die hier oben rumeiern. Wo sind die denn? Toll. Komm jetzt her, du altes Goblin-Skelett. Los! Komm! Scheiße. In your face. Sag mal. Komm. Ich muss doch dem Goblin sagen, dass ihr angefangen habt. Welcher kommt jetzt zuerst? Komm! Komm! Ah. Nein, jetzt kommen beide! War so klar. Okay. Fuchteln! Fuchteln! Easy. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Doch! Ist das gerade nur ein Frame pro Minute oder läuft Cludi so langsam? Nee, ich bin langsam gelaufen tatsächlich. Goblin, ich habe die armen toten Skelett-Goblins nur von ihrem Elend erlöst, ja? Die haben gelitten. In ihrem untoten Dasein, verflucht auf ewig zwischen den Welten umherzustreifen, und jetzt sind sie erlöst. Ich habe das für die Goblins getan.
Alter, über mir geht's aber auch ab. Ist ja gar nichts Tolles drin. Da war jetzt ein rostiges Schwert und ein Trank. Toll. Ist das eine Blutfliege eigentlich, die ich höre, oder ist das was anderes? Ja, ja, das war Nistenliebe. Eindeutig Nistenliebe. Ein Herz für Goblins. Vor allem den Goblin denkt auch so, toll. Hätte die das vor 10 Minuten gemacht, hätte ich keine Subs verschenkt. So, Jungs. Hast du die Werkzeuge? Ich hab euren Kram. Gut. Mich fragt dann fangen wir mal an. Komm mal die nächsten Tage vorbei. Ohne die Götter sind wir besser dran. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf. Wer hatte mir die Aufgabe mit dem Dings gegeben? Kuhrom. Der Herbert? Kannst du das doch genauso gut nachschauen. Markus? Lass uns mal abwarten. Was da aus wird. Oh, jetzt findet ihr den Kuhrom wieder, ne? Hallo? Die Arbeiter arbeiten jetzt an den Hütten. Gut, Hansard? Ich werde mir morgen ansehen, was die so aus den Hütten machen. Ey, der wäre jetzt noch sonst wohin gelatscht, wenn da nicht ein Stein gewesen wäre. Schön. Hier gibt es auch Feldrüben. Und ich habe nie welche eingesteckt, ne? Warum ist es you? Nee. Nee, da hier oben hieß auch nicht Kuchen. Hä? Nee. Oh, da standen Stiefel. Da stehen einfach Stiefel rum. Aber wenn ich mir die nehme. Ah, nee, das sind Ruperi. Ach, Ruperi und ein Lederbeutel. Hoppala. Naja, sah fast aus wie Stiefel. Das ist doch nichts Neues. Ich weiß nur, dass wir jetzt selbst über uns bestimmen müssen.
alle wiederfinden hier. Meine Güte. Nee, der war schon drin gerade. Ist immer so gruselig, wenn sich alle gleich umdrehen, wenn du den Raum betrittst. Hallo? Hä? Sind Sie denn so grausam? Ich weiß nur, dass wir jetzt selber über uns bestimmen müssen. Ich finde es viel gruseliger, wenn du einen Raum betrittst und alle dich direkt anstarren. Naja, meinst du doch. Zeig mir deine Waage. Das meinte ich doch. Hab ich gerade nicht was gelesen? Ich soll für Kurom einen Magier aus dem Kloster Einringen suchen. Wir sind einer Meinung, ja. Kurom? Kurom, wo bist du? Hallo? Hier, auch keiner? Die machen mich fertig. Wo ist denn jetzt dieser Kurom? Wenn das jetzt einer ist, der sich umbenannt hat, ne? Rudolf? Einige Probleme. Der sollte eigentlich da im Kloster sein. Ja. Ah, hier ist er. Jetzt ist er da. Ich habe deinen Ring. Gut. Zeig mal her. Sehr gut. Wenn du willst, kannst du später nochmal bei mir vorbeischauen. Dann kann ich dir sicher mehr darüber sagen. Es müsste schon ein Wunder geschehen, damit wir das überleben. Ohne die Götter sind wir besser. So, und zu Alastorn muss ich aber auch nochmal. Warte mal, der stand, glaube ich, gerade hier davor. Wer weiß schon genau, was es da gibt? Ich habe mit einer Fackel gesprochen, ja. Wie steht es mit der Prüfung? Unser Bruder Tyras hat dir die Stimme gegeben. Klerus war begeistert von deinem Willen, Gutes zu tun. Du hast meine Prüfung erfolgreich bestanden. Wenn du ernsthaft vorhast, ein Novize zu werden, dann solltest du von diesem Weg nicht abkommen. Also das mit den Bieren habe ich noch nicht so ganz verstanden. Hat es nicht von jedem schon Bier geholt? Lever war der am Hafen. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Mich brauchst du das nicht. Doch, Levers Spezialität. Okay, ich habe nur das von Lever anscheinend geholt. Okay, warte mal. Wer war der, der mich zurückbringt?
Markus, glaube ich. Ich denke nicht, dass wir sie noch brauchen. Wollen spazieren gehen? Viel Spaß, Greenkeeper. Danke, dass du da warst. Markus? Wo ist denn jetzt dieser Markus hin? Bitte mir ein. Dass der einen irgendwo hier in diesen Hütten rausschmeißt, da sollte man ja eigentlich denken, dass der auch in so einer drin ist. Hallo? Na ja, bitte, mach, dass du wegkommst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Marlon? Ah, hier ist er. Wo kann ich reiten? Bemühen wir uns, die Welt friedlich zu halten, indem wir füreinander da sind. Miau. Miau. Hey, du! Zeig mir deine Ware. Hier ist alles, was ich habe. Ja, helles Hefe. Oh nein! Falsche Maustaste gedrückt. Okay. Das ist von ihm. Und jetzt muss ich nochmal ins freie Lager. Ich habe anscheinend immer vergessen, das Bier zu kaufen. Naja, zum Glück. Hätte ich dir vorher sagen zum Glück habe ich das von Lewe gekauft. Lewa. Weil zu dem hätte ich hinrennen müssen. Zu den anderen kann ich mich ja wenigstens teleportieren. Das freie Lager wird nicht mehr als lange. Ruckel. Hui! Alles frisch, alles günstig. Schöne große Äpfel aus dem Azur. Wo kannst du Irland will ich bestimmt nicht. Kein Wasser weit und breit. Ich werde doch nicht wie diese verblödeten Stadtpinkel. Nein! Oh, Claudi, drück doch mal die richtige Taste. Zeig mir deine, was daraus wird. So. Ich habe auch schon wieder fast 1600 Ruperi. Ich war vorhin auf 800, als ich die zwei Blöcke gekauft habe, die zwei Holzblöcke. Das ist doch nichts Neues. Wo sind der jetzt hin? Wo sind meine... Wo sind meine Reisebegleitung hin? Nicht immer nur diese Tab-Taste. Ich drücke aus der Sinn immer die rechte Maustaste anstatt die linke. Hä? Wo ist der Armand jetzt hingelatscht? Der steht doch sonst immer da unten rum. Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Der steht doch sonst immer hier so vor diesem Busch. Hey du! Oh nö, muss ich jetzt doch laufen? Habe ich zu oft jetzt Schnellreise benutzt? Die freien Bürger können von mir aus. Hallo, Armand, bist du hier irgendwo? Hallo, hallo, Armand, hallo, bist du hier irgendwo ins Gebüsch? Komm raus! Mich fragt ja keiner. Ich habe halt auch gar nicht geguckt, wo der hingelaufen sein könnte. Oder läuft der jetzt gerade von der Stadt hierher? Nee, oder? Wer
geht da denn schon freiwillig hin? Sollen wir nochmal bis zum nächsten Tag schlafen? Aber es ist gerade mal 13 Uhr. Hier habe ich nur noch der stärkste Mann. Umliegend habe ich noch nächtliche Jäger. Reparaturen und Bier mache ich gleich fertig. Bei das Netz des Fischers, ne? Guck mal, der Tönis, der Schneider in der Stadt soll es machen. Und das war doch aber der, der jetzt auch im Kloster ist, oder? Schlafen geht immer. Ich könnte ja bis zum Nachmittag schlafen. Ich muss ja nicht den ganzen Tag schlafen. Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Na, komm schon. Nur so ein Powernap quasi. Zack, 25 Stunden geschlafen. Ich hoffe, es ist noch der gleiche Tag. Ich meine, im Endeffekt ist es egal. Du stehst denn du da drüben jetzt? Völlig, völlig verwirrt alle. Wo kannst du reise stehen? Ich hab sie verwirrt. Die wissen nicht mal, wo sie... Ich glaube, der läuft selber, ne? Weil der ist ja nicht mit hierher gekommen. Alles ich werde gebeamt und die müssen schöne jedes Mal Äpfel rennen. Hast du die Tonne bei Jonas? Kommt, kommt und seht. Nur beste Waren, nur beste Preise. Nur beste Preise. Hey, Markus, du, Dennis, oh, Alter. Auf unserer Welt ein Spiel ich bin gerade erst angekommen. Wisst ihr, jetzt wirklich schon wieder ins Kloster? Nein. Und guck mal, der schmeißt mich hier raus. Aber ich muss den woanders dann immer suchen. Na gut. Wo sind jetzt die Arbeiter hier? Haben die das alles hübsch gemacht? Sieht genauso aus wie vorher. Aber warte, ich gehe erstmal das Bier wegschaffen. Das klingt, als müsste ich Pipi. Aber nein, ich meine das wirklich so? War der das hier? Ja, ich glaube schon. Nee? Ey, sag mir jetzt nicht, dass ich zu wenig Bier gekauft habe. Ey, bitte sag mir jetzt nicht, dass ich zu wenig Bier gekauft habe. Wo sind die denn? Warst du das? Bitte. Oh, Gott sei ich Dank. Habe hier das ganze Bier. Sehr schön. Ein Königsbräu habe ich auch noch gefunden. Unglaublich. Woher hast du das? Die Rekruten hier sprechen in den höchsten Tönen von diesem Bier. Das muss ich auch mal probieren. Schau bald mal wieder bei mir vorbei. Dann habe ich bestimmt wieder etwas für dich. Ich glaube, das gab gute Erfahrungen. Wie kann man nur zu wenig Bier kaufen? Nee, es war ja genug. Es war genug. Ich habe es immer nur versucht, beim Falschen abzugeben anscheinend, weil ich bilde mir ein, dass ich dem das jetzt auch hätte alles einzeln geben können. Hallo Retro. Ebenso, danke. Hey. So, jetzt wieder arbeitslos? Aber warte. Ich habe nicht bis zum nächsten Tag geschlafen, ne? Ist ja noch der gleiche Tag. Aber wieso steht denn der da so voll rum? Die stehen doch hier alle voll rum. Ich dachte, die arbeiten. Ich soll die nächsten Tage vorbeikommen. Also, ich weiß ja nicht, ne? Nach Arbeit sieht es hier aber nicht aus.
Ja, für das Kloster ist auch noch nicht abgeschlossen, aber das ist ja egal. Gibt's noch Schokowein? Ist immer klar. Ist schon eklig, wenn man davon redet. Hey, du. Okay, Leute. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich das Fett herbekomme, weil Molaradfett anscheinend nicht zählt für das Klavier. Aufnahme als Rekrut könnte ich jetzt machen. Das andere, stärkster Mann, das geht erst im Tempel. Das andere ist ein... Achso, warte mal. Und ich wollte ja noch... Tönes finden. Das war doch irgendwie der Schneider, der vorher da war. Und für den dann... der andere eingesprungen ist. Das Fett bekommst du auf jeden Fall in der Stadt. Ja, aber ist es dann normales Fett? Ja, davon habe ich auch genug Liquid. Scheiße. Weil ich habe immer noch Molaradfett gefunden. Und Molaradfett wollte der Joachim nicht haben. Ich hätte gedacht, der Schneider hätte was von dem erzählt. Ah, hier. Ich komme von Simon, dem Fischer. Erzähl, wie geht es ihm? Besser denn je. Er lässt sich gerade ein neues Schiff bauen. Dafür braucht es aber auch ein großes neues Netz. Er bittet dich, es für ihn anzufertigen. Sag ihm, er bekommt sein Netz. Er soll sich dann einfach mit einer Spende beim Kloster bedanken. Zeit zum Nähen habe ich ja hier mehr als genug. Okay, Flopsel. Allerdings soll er dafür eine Spende an das Kloster entrichten. Oh, Simon war doch im Hafen. Warum? Warum, Asun? Warum tust du mir das an?